Servus, grüßt euch miteinander. Ja, ich bin heute mit dem Atze unterwegs, mit dem Buschpirat, den kennen Sie ja sowieso. Der ist ja mittlerweile sehr bekannt, der Atze. Ist mir eine Freude, Gerhard. Mir ist das auch eine große Freude. Mal wieder, lange ist es her, ja. Es ist schon länger her, dass wir die letzte Tour gemacht haben mit den Kajaks, die wir damals gemacht haben. Mhm. Heute sind wir im Voralpenraum unterwegs, befinden wir uns momentan auf ca. 1200 Meter. Hier ist der erste Schneefall gewesen, ganz leicht, und in der Nacht erwarten wir da ein bisschen mehr Schnee, laut Wetterbericht. Ich weiß nicht, was hast du gesehen im Wetterbericht? Also ja, teilweise soll es bis minus 4 Grad runtergehen, vielleicht auch ein bisschen mehr hier oben. Also ich denke mal, ausgerüstet sind wir gut. Das würde ich auch sagen, auf jeden Fall. Und dann hoffentlich kriegen wir vielleicht eine klare Nacht und einen schönen Sonnenaufgang. Genau. Das wäre natürlich der Hammer morgen. Bei uns ist es halt so, also ich mache das Begleitungsvideo von dieser Tour. Der Atze macht dann extra was, und zwar ein Waldgeplauder mit mir. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und ansonsten werden wir jetzt da unser Lager aufbauen. Ich habe auch ein bisschen neues Equipment mit dabei, wo ich euch natürlich wieder unten definitiv verlinkt. Da könnt ihr ein bisschen nachschauen, weil ich habe momentan ein bisschen ein Setup umgestellt jetzt für die kalte Jahreszeit. So eine Art Zelt habe ich da dabei. Das seht ihr jetzt gleich, was ich da aufbaue. Und wünsche euch viel Spaß bei dem Video und bis später. Das ist jetzt das One Tigress Backwoods Bungalow. So ein Shelter ist das, das habe ich heute dabei. Das kann man auch sehr gut sammeln. Noch. Ist jetzt nicht komprimiert und gar nichts, von dem her schaut es ein wenig groß aus. Und das möchte ich jetzt einfach über den Winter hinweg ein bisschen testen. Das werdet ihr jetzt gleich sehen, wie das ausschaut. Ich bin einmal ganz gespannt, ich habe es noch nicht hergenommen. Das ist heute das erste Mal. Und ich werde natürlich darüber berichten, wie es von der Qualität her ist und wie meine Erfahrungswerte damit sind. Schauen wir uns erst einmal an. Ist das dein Ernst? Ja. Ja, letztes Mal mit einem Finger gekaut, aber echt, Mann, im ersten Moment, scheiße, der ist jetzt komplett durch. Okay. Wenn das schief läuft oder so. Ja, genau. Oh, super, dass du das auch mal zeigst, dass nicht alles so gut läuft. Und dann habe ich immer gebeten, hey, guck doch mal, ob irgendwo schlechte Energien sind, ob man das Bett irgendwo und solche Geschichten anders hinstellen soll und so weiter. Gibt's ja gerade vom Land im Allgäu ganz interessante Geschichten. Ja, ihr seht es. Atze tut es so, als wenn er irgendwas machen würde.
Im Endeffekt habe ich das ganze Holz allein gemacht, das habt ihr ja gesehen. Ja, ihr wisst ja, wie er es immer macht, ja? Ich wollte mal live dabei sein, wenn er sich einen Finger abhackt, aber irgendwie ist das heute nicht passiert. Nicht ganz, aber der Fingernagel ist ein bisschen kaputt, aber der ist mir eingerissen, das war auch eine Geschichte. Aber das werden wir nachher schauen, ob es Holzmacher geht, den Sakra. Ich habe noch alle Finger. Ich bin hier schon mal abgerutscht, das war die Wutbarke, sage ich dir. Das ist natürlich auch absolut minimalistisch hier. Es ist von guter Vorbereitung oder so, das ist alles. Jetzt kann es erst umschütteln, jetzt hast du es. Achso, bist du soweit? Oh, ja, jetzt gebrannt, sehr gut. Ja, warte mal, meine Mütze vielleicht weg. Heiß, brauchst du irgendwas? Ja, der YouTube-Kollege Atze und ich sitzen jetzt da an der Buschbox und wärmen uns ein bisschen, weil es wirklich brutal kalt ist. Es klaut jetzt auf und ich denke, heute werden wir so 4-5 Grad minus kriegen. Mhm. Also das ist die erste richtig kalte Nacht für mich, das hier draußen. Von dem her haben wir jetzt ein bisschen was Warmes drunter und der Atze will jetzt erst ein bisschen was kochen. Der macht sich, glaube ich, heute was? So eine Gemüsepfanne, ganz normal. Ein bisschen Kartoffeln, Zwiebeln, Knoblauch, ein bisschen Wurst. Mhm. So eine Gemüsewurstpfanne. Okay, das ist natürlich was Gutes, was Warmes im Bauch. Das macht der Weitler heute nicht. Der macht nämlich halt Brotzeit. Ich habe nämlich einen sauberen Presssack dabei und ein Gesicht. Also ein schwarzgeräuchertes für dies, wo die bayerische Sprache nicht mächtig sind. Und das lassen wir jetzt dann gut schmecken. Und dann schauen wir mal, was der Abend heute noch so bringt. Legen wir mal los. Ja, so. So, lecker war's. Also wir haben jetzt sehr gut gespeist, mir zwar. Mhm. Und jetzt hat der Atze noch was dabei für mich. Was es ist, weiß ich noch nicht, aber das probieren wir jetzt. Mhm. Atze, Rost. Zum Wohl. Da sage ich ihm, vor 5 Sekunden noch, er soll es nicht runterstürzen. Ach so, ich hab's vergessen. Was ist denn das? Kann ich überhaupt nicht erschätzen, was das ist. Das ist Zirbe. Zirbe ist das? Mhm. Hätte ich es nicht gewusst. Ich finde das voll geil. Ist super. Das ist schon im Eichenfass noch gereift. Und ich finde, du schmeckst einfach das Harz. Harzig ist es ja. Den Wald. Das ist für mich der Wald. Schnaps, der Waldlikör schlechthin. Jetzt ist wirklich gut. Aber ich habe noch ein bisschen, ja, wir in Bayern trinken wir halt Ex. Die genießen es halt mehr, mir schiebt man es rein. Ja, ihr könnt es jetzt nicht erkennen, aber es ist wirklich arschkalt. Es ist richtig zapfig, weiter droben. Wo ich jetzt kurz raufgegangen bin, habe ich ein bisschen Holz geholt noch. Das ist alles schon angefroren. Es ist wirklich kalt. Wir haben uns jetzt hier noch ein bisschen einen Windschutz gebaut, dass es ein bisschen angenehm ist, die ganze Geschichte. Also ohne den Windschutz hätten wir, glaube ich, auch wirklich uns in die Schlafsäcke legen müssen. Ja, dann war die Tour wahrscheinlich weitgehend beendet, weil es wirklich ziemlich kalt ist und gut einerzirkt da, richtig eisig. Mhm. Aber so geht es jetzt und so ist es sehr gemütlich an der Buschbox hier. Können wir uns ein bisschen aufwärmen. Und ja, jetzt werden wir noch ein bisschen sitzen bleiben, werden wir noch ein bisschen diskutieren, wir zwar ein bisschen schöne, tiefgründige Gespräche führen, wie es sich gehört. Und später legen wir uns dann einen Schlafsack. Und morgen erwarten wir Sonnenschein in der Früh.
das soll traumhaft werden. Und da will ich mit Sicherheit ein paar schöne Impressionen einfangen. Und der Atze, denke ich auch. Und da würde ich sagen, ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Sehen wir uns morgen in der Früh. Pfiat euch. Gute Nacht. Thank you.
Morgen, grüßt euch. Ich weiß nicht, ob ihr gescheit hört dahin. Es ist sehr, sehr windig bei uns. Wir haben eine wahnsinnig kalte Nacht hinter uns. Die Morgentemperaturen sind auch sehr frostig, aber es scheint die Sonne. Also, das ist doch was Feines. Ja? Also, der Morgen ist wirklich grandios. Also, wenn ihr das hier hinten sehen könntet, beziehungsweise ihr habt das schon im Video gesehen, dieser ganze Frost, der sich so über die Pflanzenwelt zieht und jetzt so von der Sonne so langsam weggeschmolzen wird, herrlich. Herrliche Momente. Also wirklich, wir werden uns ein bisschen auf an der Buschbox, ein bisschen einen Kaffee. Der Atze macht sich eine Suppe, eine kleine, und die lassen wir uns jetzt schmecken und dann sehen wir uns wieder. Bis später. Trinken wir eine Tasse warmes Wasser. Das ist jetzt wirklich gut und sehr nötig, weil es wirklich arschkalt ist. Und ich habe für den Atze noch was dabei. Das wollte ich jetzt auch mal kurz filmen. Ja, ja. Und da bin ich erstmal gespannt. Und zwar habe ich in Atze meine Patches mitgenommen. Oh, geil. Es sind jetzt vier. Es folgen weitere. Die haben schon in Bestellung. Die werden jetzt bald kommen. Ich informiere euch frühzeitig drüber und jetzt schauen wir mal, was sich der Atze für einen aussucht. Da würde mich interessieren, was er dazu sagt, welcher noch dazu mal ein bisschen. Da bin ich mal gespannt jetzt. Oh. Ha. Jetzt schauen wir mal, was sich der Atze da aussucht. Bin ich mal echt gespannt, was ihm am besten gefällt. Ich habe ja auch einen Patch von ihm. Und so ist es bei uns. Wir geben die Patches gern ab von anderen YouTubern und so, sammeln wir die und tragen wir sie auch sehr gern. Und jetzt bin ich mal gespannt. Das ist dein Favorit? Also das ist definitiv mein Favorit, weil ich nicht so auf die grellen Farben so stehe. Also das finde ich sehr, sehr, sehr cool. Also ein zweiter geht schon noch, oder? Ja, weißt du, da bist, kannst du ja alle vier haben, so ist es nicht. Der ist natürlich auch echter Klassiker einfach. Der Runde, auch sehr, sehr, sehr cool. Ja, dieses... Wie sagt man dazu, dieses
die Rune, also dieses Format ist sehr cool und auch diese Rune, kannst du dazu sagen? Ja, da kann man sehr viel drüber sagen, aber du kannst gerne mal nachlesen auf meiner Homepage, habe ich das genau, wenn du ganz nach unten scrollst, da ist die Erklärung zu diesem Zeichen, was ich entworfen habe. Das ist ein wenig eine längere Geschichte, aber man sehr viel Gedanken macht drüber. Kann man da nachlesen? Kann man nachlesen und diese Rune, die war sofort ausverkauft, das sind jetzt neue. Ach, die gibt es auf deiner Webseite auch, ja, die Patches, cool. Die sind jetzt in Auftrag wieder und es kommen 4 weitere Patches mit Runen drauf und so, dass jeder sich seinen eigenen Patch findet. Okay. Ja, sehr geil. Also mein Favorit ist dieser hier. Und die dazu, cool. Weil wie gesagt, du der Arzt bist, der Buschpirat, kriegst alle 4 von mir. Cool. Danke dir. Und viel Spaß damit. Kettfläche wählen. Cool, danke. So, Sonne kommt raus. Gerhard, geil. Cool. Traumhaft, ja, also das haben wir uns wirklich verdient nach der arschkalten Nacht und den wirklich nah kälteren Morgen, das war brutal jetzt. Der Sturm lässt auch nach. Gott sei Dank. Cool, herrlich, herrlich, herrlich. Weil der Windchill-Effekt ist wirklich nicht zu unterschätzen, es war wirklich sehr, sehr kalt in der Früh, muss ich wirklich sagen. Aber wir sollten bald langsam gucken, wie spät haben wir es denn? Jetzt sind wir es 10:45. Alles klar, ja, 3 Stunden Fahrt noch. Genau, apropos. Uhr, da möchte ich ganz kurz was ansprechen. Wir haben schon ein paar Abonnenten angeschrieben jetzt. Die haben gesagt, hey Gerhard, du hast eine neue Uhr. Sehr gut aufgeschaut, muss ich wirklich sagen. Und da erkläre ich kurz ein paar Worte dazu, zu dieser Uhr, was ich mir da jetzt angeschafft habe, weil ich da sehr zufrieden bin und da möchte ich ein bisschen was sagen dazu. Genau. Ja, das ist jetzt das gute Stück. Es ist Wahnsinn, weil viele Abonnenten ist das sofort aufgefallen, dass ich eine neue Uhr habe. Und es ist, kann ich kurz sagen, eine KS Tactical Watch. Ich habe schon mal eine KS gehabt, war hochzufrieden damit. Und das ist jetzt eine neue, das ist das Modell Enforcer. Hat jetzt ein Titangehäuse, hat Keramiklünetten drauf, Saphirglas, also ist ein feines Teil. Also das ist gerade für den Bereich Survival Bushcraft ist das natürlich sehr geil, wenn man eine Uhr hat, auf die man sich verlassen kann und die wo einiges aushält. Bei mir sind schon viele Uhren kaputt gegangen und deswegen trage ich auch sehr gern hochwertige Uhren. Und ja, da könnt ihr euch einmal informieren. Ich werde euch das Ganze in der Videobeschreibung unten verlinken. Da könnt ihr einmal reinschauen, weil KS hat in nächster Zeit, was ich gehört habe, sehr gute Angebote über Weihnachten. Und vielleicht ist eine Frau dabei, die ihrem Mann ein wenig ein Geschenk machen mag auf Weihnachten. Da ist sowas natürlich schon geil. Schaut es euch einmal an und ich werde einmal darüber berichten, meine Langzeiterfahrung, wie es ausschaut, wie ich damit zufrieden bin oder auch nicht. Und genau, schaut es einmal rein. Ja, wie ihr es jetzt da erkennen könnt, wir bauen jetzt unser Lager ab. Jetzt wird es Zeit, dass wir alles sauber verpacken. Und was mir wirklich wichtig ist, was ich immer ausspreche in meinen Videos, ist, wenn man sowas macht, verlasst den Platz bitte so, wie ihr es noch vorgefunden habt. Nehmt den kompletten Müll mit. Wir haben jetzt da einen Müllbeutel dabei, den nehme ich jetzt da mit und schmeiße ihn daheim weg. Das ist überhaupt kein Problem. Und somit hinterlassen wir ein gutes Bild. Und das ist, wie gesagt, sehr wichtig. Mal schauen, vielleicht mache ich jetzt noch ein paar Aufnahmen, aber da muss ich jetzt mal schauen, wie es zeitlich ausgeht alles. Und ansonsten hoffe ich, dass euch das Video Spaß gemacht habt. Mir hat es unheimlich gefallen, mit Arzt da wieder mal ein bisschen auf Tour zu gehen. War wirklich, wirklich schön. War eine ziemlich harte Nacht, muss ich sagen. Also das war, gerade der Morgen war brutal, wie ich da raus bin zum Filmen. War eisig. Aber ich habe eine sehr gute Nacht gehabt im Schlafsack drin, also es war wirklich super warm. Ich habe jetzt gerade ein wenig so einen Schlafsack zum Testen da, so einen Daunenschlafsack, wegen der mittleren Preisklasse, also hat sich sehr gut geschlagen heute. Also ich denke, dass wir so 4, 5, 6 Grad minus gerade haben. Also denke ich bestimmt, also wenn du den Windchill noch mitrechnest, dann noch deutlich. Also der Wind war extrem und jetzt ist sie ja traumhaft heraus, also das ist ja wirklich ein Wahnsinnswetter, wirklich super Ski. Okay, dann würde ich sagen, bauen wir mich ab. Machen wir. Und wir sehen uns bald wieder. Macht es gut. Viert euch! Gut, das soll es gewesen sein mit diesem Waldgeplauder mit dem Gerhard. Gerhard, hat mich gefreut. Ich danke dir, hey. Oh, geil. Cool. Ich hoffe, euch hat es auch interessiert, was wir so zu erzählen hatten. Vielen Dank euch nochmal für die Fragen. Mhm.
Und wie ihr gesehen habt, schaut doch mal bei Facebook, Instagram vorbei. Da gibt es immer auch mal wieder solche Aufrufe dann. Und dann könnt ihr bei solchen Videos.